Simon Unge ist kein Veganer. Das und was seine Auswanderung nach Madeira damit zu tun hat, werde ich euch in diesem Video verraten. Simon lässt, wie wir alle wissen, nichts dem Zufall überlassen. Und so war auch seine Kanalerstellung am 2. Juli 2012 kein Zufall. Oder wie man zu dieser Zeit gesagt hätte, dem 2.7.12. Addieren wir die 2 und die 7, erhalten wir einen 9. Merken wir uns diese beiden Werte für später. Auf Wikipedia erfahren wir, dass Unge 3 bedeutende Reisen gemacht hat. Auch das ist kein Zufall und genauestens durchdacht worden. Die erste Reise begann er am 15. Oktober. Die 15 muss also wichtig sein und wir werden sie uns ebenfalls merken. Die zweite Reise begann er natürlich am 28. Februar 2015. Und wir wissen alle noch, was das für ein Tag war. Genau, ein Samstag. Wie uns allen bekannt ist, kommt samstags das Sams. Das Sams hat auffallend rote Haare. Und wer hat noch auffallend rote Haare? Exakt. Simon Will. Simon Will ist also das Sams. Doch zurück zu Unge. Simon hat die Reise mit Anton Race begonnen. Anton war auch bei Unge auf Madeira. Zu diesem Zeitpunkt hatte er auf Instagram einen Beitrag gepostet. Genauer gesagt am 22. Dezember 2020. Und warum genau an diesem Tag? Natürlich, weil Unge ihn dazu gezwungen hat, um auch hier einen weiteren Hinweis seiner Nachricht zu verstecken. Die 22 ist von bedeutender Wichtigkeit und wir werden sie uns merken. Die letzte Tour, die Nulltour, machte er im Jahre 2016, welche unter dem Decknamen Ohne Geld durch die Welt veröffentlicht wurde. Zufällig hat dieser Name genau 5 Wörter. Einen weiteren Wert, welchen wir uns merken sollten. Und zu guter Letzt natürlich noch seine Auswanderung nach Madeira. Es war nicht das Klima, der Strand oder die Steuervorteile. Nein, es war einzig und allein die Entfernung. Schauen wir auf der Karte nach, wie weit Madeira von seinem letzten Wohnsitz in Hamburg entfernt liegt, sehen wir, dass es genau 3.118.145 Meter sind. Und damit haben wir auch den letzten Hinweis in Unges Nachricht erhalten. Geben wir nun jedem Buchstaben dessen Wert im Alphabet, erhalten wir folgende Nachricht. I love carne. Oder wie die Portugiesen sagen würden, carne. Zu Deutsch, Fleisch. Und damit haben wir den endgültigen Beweis. Simon Unge hat selbst in seiner verschlüsselten Nachricht zugegeben, dass er Fleisch liebt. Diese Liebe ist so groß, dass er sein gesamtes Leben in Deutschland zurückgelassen hat, um nach Madeira auszuwandern.